Frenkel Fortset. Heute. Let's play together Minecraft. Featuring Mone. Eine Oase. Ne, immerhin, wir haben die Höhle überlebt. Sind rein und wieder raus. Also ich hab's überlebt. Nicht wir. So, der Turm ist wieder aus dem Sichtfeld. Ich werde mir aber diesmal die Richtung merken. Ja, wer's glaubt. Da muss ich selber lachen, ne? Ist komisch. Ja. Das kann selbst ich nicht ohne Hüsteln ertragen. Was haben wir denn da? Das sind Bretter? Ich habe eine andere Zivilisation entdeckt, glaube ich. Eine andere Zivilisation? Ist ja echt niedlich. Sag mal, was ist das denn? Nee, das ist ein Kürbis. Den kann man ja essen. Ja, bring mal mit. Schauen. Wir sind jetzt halt nicht so die Bauern, ne? Wir sind da echt ein bisschen schlecht, glaube ich, im Anpflanzen. Du bist ein Bauer. Nein, du kommst aus Bayreuth, nicht ich. Ah! Ach, ist das schön, wenn Menschen über Witze lachen. Ah, ich habe Hühnchen entdeckt. Bisschen was zu essen ist besser als nix. Was zum Essen? Ich meine, ich würde dieses Huhn ja irgendwie gerne mitnehmen und einsperren, aber das geht nicht, ne? Ich weiß nicht, vielleicht musst du dir nur Mühe geben. Hallo, Huhn, darf ich dich mitnehmen? In die Hand nehmen? Boah, die haben alle so einen roten Arsch. Und das macht dich an. Kennst du nicht? Hühnerficker? Nein. Ist doch ein bekannter Begriff. Nein. Komm, Bilder in deinen Kopf. Nein. Was machen wir denn aus den Federn? Vielleicht kann man aus den Federn Flügel bauen. Flugzeuge. Genau. Flugzeuge. Kampfjets. Ja, ich bin doch kreativ. Seit wann? Weiß ja nicht. Warum schwimmen diese Hühner eigentlich alle? Das ist ja irgendwie schon ein bisschen entenmäßig, ne? Okay, also ich dachte, das wäre irgendwie Holz oder so, aber Bretter und dann waren das Kürbisse. Ich habe schon gedacht, ich habe irgendjemanden entdeckt, dass irgendwelche Zuschauer heimlich bei uns in der Nähe gebaut haben oder so. Ja, genau, das wär's. So, jetzt bin ich mal gerade. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Das wäre ja nichts Neues, ne? Ja, es wäre nur sehr tragisch, weil dann würde das ganze Essen, was ich jetzt eingesammelt habe, würde ja verloren gehen, ne? Oh. Ja, du machst. Noch machst du. Oh! Oh. Aber warte mal, wenn du Hunger hast. Oh. Das da vorne sieht aus wie eine Pyramide fast schon, ey. Oh, bestimmt. Scheiße. Meinst du, man kann Leoparden essen? Ich habe Leoparden entdeckt. Keine Ahnung. Leider sind es zwei. Einen würde ich mal angreifen, aber zwei? Hm. Das ist bestimmt Mama und Kind. Oh Gott. Robin Hood bin ich ja nicht gerade, ne? Nee. Das war jetzt gerade ein peinlicher, oberpeinlicher, peinlicher Schuss, ey. Mhm. Komm. Jetzt weiß ich nicht. Ich trau mich nicht so recht. Vielleicht sind die dann böse und greifen mich an. Nein. Warum sollen die das tun? Der Schuss gerade eben, der war auch wieder so peinlich. Den schneiden wir raus. Komm, bleib stehen, du blöder Kerl. Die können anscheinend echt zusammen, die zwei. Bleib da! Jetzt haut der ab, der Arsch. Und ich habe den Bogen gespannt. Warte, wenn ich jetzt hier auf den Boden schieße. Ja, dann kann ich es wieder einsammeln. Sehr gut. Bleib doch mal stehen. So ein blödes Vieh. Huch. Miau hat er gemacht. Was hat er gemacht? Ich habe ihn erlegt, ich habe ihn getötet. Ja, du bist so doll. Miau hat er gemacht. Und was haben wir jetzt da? Was habe ich da jetzt? Sternchen habe ich gesammelt. Was heißt das? Kein Fell? Gar nichts? Sternchen, na toll. Großwildjäger, ganz toll hast du das gemacht. Ich habe Leoparden entdeckt. Und das hat gar nichts gebracht. Ja, wahrscheinlich ist er vom Aussterben bedroht und du hast jetzt auch noch drauf gehackt. Du bist auch vom Aussterben bedroht. Ja, das stimmt. Oh, peinlich wieder daneben, ey. Peinlich. Komm, bleib da, Kätzchen. Also so ist das nicht. Sakrati, jetzt ist es ins Wasser gefallen. Ach, Mann! Was denn? Ich bin auch wirklich nicht gerade Craven, der Jäger. Würde ich jetzt nicht behaupten. Craven, der Jäger, my ass. Gar nichts bin ich.
Was ist denn das hier? Eine Wurzel? Kann man die essen? So, jetzt kommt die Herausforderung. Jetzt versuche ich zurückzufinden. Ja, das wird ein Spaß. Ich glaube aber, ich habe es mir gemerkt. Oh, scheiße, das ist ganz woanders jetzt. Bin ich da übers Wasser gekommen? Oh Gott. Also ich habe zwar die Kürbisse gefunden und drei Hähnchenschlägel, das ist aber schon etwas armselig, ne? Ja, egal, komm heim, Forrest. Macht nichts, ich nehme dich auch so. Ja, aber wir werden verhungern. Scheiße, wo war denn der jetzt? Ach, ich habe ihn schon. Müssen wir halt irgendwie vegetarisch überleben. Ja, nicht mal das können wir. Kürbis ist auch vegetarisch, aber das sind ja nur zwei Stück. Und Schaf? Was nützt uns ein Schaf? Also ich würde auch ein Schaf essen, aber Minecraft ist ja irgendwie so unrealistisch. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich pflaster unseren Vorhof. Und das ist aber eine wichtige Tätigkeit. Das wirst du schon sehen, wenn du dann heimkommst. Ich habe sogar den Weg wirklich zurückgefunden. Ey. Ich habe es mir mal gemerkt. Ist das nicht geil? Ja, so fein. Da wäre, glaube ich, auch eine Höhle gewesen. Die haben ja doch mal schon angefangen aufzuklöppeln. Aber wir haben ja das Problem, wir haben ja keine Kohle nach wie vor, oder? Ja. Ah, Dreck. Ja gut, dann muss ich jetzt dann mal. Es wird dunkel, wann kommst du denn Ich heim? bin schon da quasi. Ja, kann ich mich wenigstens nicht mehr verletzen, wenn ich vor die Tür gehe. Ja, genau deswegen habe ich das gemacht. Ich schlaf. Ich komme gleich. Ich schlaf immer noch. Gleich. Jetzt schlafe ich immer noch. Ja. Jetzt schlafe ich gleich nimmer. Schläfst du auch? Ja. Aufstehen. Ja, guten Morgen. So, das Problem ist, Kaffee? ich habe zwar jetzt Hühnchen, Oh ja, oh, ich brauche unbedingt was zu essen. siehst du jetzt wieder? Das Blöde ist nur, ich habe nur vier Hühnchen. Ja, zwei für dich, eins für dich, drei für mich. Wir werden kläglich verhungern wieder. Nein. Samen habe ich. Ja, das weiß ich. Sag jetzt nix. Was aber, du hast das jetzt schon geklaut, oder was? Zwei Stück, Das ist ja. ein Mundraub. Ja. Kann man Kürbis auch kochen? Das ist eine gute Frage. Das ist doch ätzend. Wir brauchen Ah, was zu schöne essen. Terrasse. Ich werde jetzt gleich mal versuchen, ob man auch Samen essen kann. Kürbis kann man nicht kochen. Oh, es tut mir echt leid. Ja, mach du nur deine Witze, du sitzt im selben Boot. Auch du verhungerst wieder dann. Nein. Doch. Tue ich nicht. Ich werde jetzt diesen Kacksamen irgendwie anpflanzen. Das wird ja wohl gehen, oder? Wie auch immer. So, wenn ich ihn jetzt hier hinsetze, das geht nicht. Ich ein Loch grab vorher. Ja. Und dann zu wieder oder was? Nee. Wir müssen mit der Feldhacke den Boden bearbeiten und dann können wir den Samen da rein Wer tun. sagt das? Das habe ich das letzte Mal so gemacht. Und das hat schon das letzte Mal nicht funktioniert. Doch, es hat Toll. funktioniert. Ja, was war denn dann? Was kam da raus? So, Ja, das, dann was mach du das. gesehen hast, was da gewachsen ist. Ja, nix, ein Haufen Shit. So, Stöcke. Und das nehme ich mal. Jetzt sag mal, hast du so eine Hake? Ja, mal baue ich jetzt. Achso. Mir ist noch was anderes eingefallen. Das mit der Erde hast du ja noch nicht probiert im Ofen, ne? Doch, schon 100 Mal. Und kam nichts raus bei. Nein. Was ist denn jetzt los? Ach so, aber Sand hast du rein und damit konnten wir dann einwandfrei was machen. Da ist dann Glas draus geworden. Ja. Ach so. Okay, damit geht immer nichts. Also wir werden halt jetzt immer wahrscheinlich, bevor wir,
verhungern, gehen wir halt schnell auf den Turm, springen runter, dann haben wir wieder volle Leben. Ja. Und dann sind wir halt die nächsten 5 Jahre bei Minecraft Level 1. Weil wir ja nie irgendwie aufsteigen. Richtig? Ja. So. So, willst du jetzt so eine Hacke? Ne, mach mal ein Loch. Ich. Ja. Und damit soll ich jetzt was hacken. Genau. Hier irgendwo, wo halt Erde ist. Nehme ich mal an. Dann machen wir mal. Hacke. Jetzt müssten wir da mal Samen reinschmeißen, denke ich. Hast du jetzt ein Loch? Hast du jetzt ein Loch gemacht? Ja, aber wie schmeißen? Schmeißen oder legen? Geh mal weg. Und da muss man es wieder zumachen, oder? Ja, weiß ich doch nicht. Du hast doch gesagt, das hat funktioniert. Ich weiß aber nicht mehr genau wie. Eigentlich erinnert mich das viel eher als mehr an unser Grab. Was ist jetzt wieder rausgequollen? Jetzt warte mal. Und jetzt? Pflanzen? So geht gar nichts. Ich kann es immer nur hinwerfen. Und hinwerfen ist ja auch nicht der Brüller. Ach ja. Ja, mach du das. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich kann auch keine Fackeln bauen. Ich gehe mal in die andere Richtung nochmal, um zu gucken. Das ist doch doof. Mach du das mal mit dem Samen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Du hast doch gesagt, du hast es gemacht und es hat funktioniert. Hast du doch. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Das ist übrigens wieder der Moment, wo ich anfange, dieses Spiel zu hassen, weil wir irgendwie nicht vorankommen. Ja. Das ist total ätzend. Weil auch, wenn es noch Viecher gäbe, das wäre ja dann cool, dann würde ich ab und zu, okay, ich habe Kohle gefunden. Immerhin etwas. Jetzt habe ich natürlich keine gescheite Hacke. Das ist doch zum Kotzen, ey. So. Mit der geht's wieder nicht, glaube ich, oder? Ach, Mist. Steinfeldhacke. Vielleicht brauche ich eine andere Hacke. Ich mache mal eine andere Hacke. Jetzt habe ich ein Kohlevorkommen entdeckt, ja? Du kannst es leider nicht abbauen. Ich weiß aber, wo es ist. Das ist doch schon mal ein Fortschritt, oder? Ja. Unfassbar. Meinst du, wir sollten mal irgendwie einen Tipp von den Zuschauern annehmen? Pff, welchen von den 300? Naja, ich würde natürlich eine konkrete Frage jetzt stellen und die müssten es drunter schreiben. Und dann, dass wir ein bisschen weiterkommen. Ja, wie können vielleicht wir den Samen bitte? Zum Beispiel. Das machen wir jetzt, anpflanzen. Ne? Anpflanzen. Das machen wir, ne? 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 Ja. Ja, das soll uns jemand erklären. Aber nicht mehr! Wir sind eh schon Weicheier. Also, ich habe hier Kohle vorkommen entdeckt. Also, ich habe hier irgendwie so einen anderen Setzling, aber ich weiß nicht, was, ob das ist, glaube ich, ein Baum. Ja, also Bäume pflanzen ist ja. Das funktioniert doch. Ja, aber die Samen nicht. Ach so, das sind alles die Bäume, oder was? Das Bäume, sind Setzlinge. Also Bäume pflanzen finde ich jetzt so ein bisschen, wenn ich mich jetzt hier umschaue, so ein bisschen überflüssig. Ist ja nicht so, dass noch genug Bäume gäbe. Naja. Huch. Ich brauche was zum Kohle abbauen. Wenn ich schon die Kohle entdeckt habe. Kohle! Kokolores. Es gibt keine Hacke. Doch, hier ist eine. Tja, also wie gesagt. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Stimmt's? Nee. Es klappt nicht. Hast du Fackeln? Ja. Gib mir die mal bitte. Wie viele? Alles, was du hast. Was, das heißt, das ist Quatsch. Ich kann ja eigentlich gar nicht losgehen jetzt. Ich bin ja schon wieder halb verhungert. Das kannst du total vergessen. Das heißt, ich muss mich jetzt wieder umbringen. Ja, aber vorher tust du das Zeug bitte weg. In die Truhe. Ach. Ist ja auch bescheuert, mich umbringen. Wie lange ist denn noch? Ach, egal. Ich springe jetzt oben nochmal runter, komm. Ganz einfach, ich kann ja dann meine Sachen holen. Ja. Ich bin ja dann nicht weit weg, sondern am Bett. Und dann machen wir Feierabend. Und dann erklären die uns mal, wie man. Ah, shit! Wow. Dann erklären die uns nur eins, Setzlinge, wie man Samen einpflanzt. Ja. Und ob das dann halt auch, ich meine, falls da was Essbares draus entsteht, falls nicht, dann sollen sie uns erklären, was wir anpflanzen sollen. Ja. Irgendwie brauchen wir ja was zu essen. So ist es. Hunger! Genau, und das sollen sie uns da drunter schreiben. Und die nächsten Folgen machen wir dann vielleicht mal einen oder zwei Adventure Maps. Und zwar diesmal Jump and Run. Ja. Da gibt es bestimmt auch für viele was zu lachen, außer für uns. Ja.
Stimmt's? Fürchte ich auch. So, dann würde ich sagen, ich beende diese Folge, Dieses Drama. dieses grausame Diese Tragödien, Tragödie. dieses grausame Tragödiendrama. Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Ich bin gerade am Verhungern, deswegen springe ich schnell in den Tod. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss.